So, da sind wir mal wieder. Ein neues Spiel, ein neues Glück. Kai ist besoffen, Michi ist wie immer fritzelig und er zeigt schon mal den Finger, das finde ich toll. Danke. Und ja, wir spielen eine neue Runde The Ascent. Da hat Kai sich schon drüber ausgelassen. Nee, was ist denn das für eine Grafik? Warum braucht das so viel Leistung? Wir gucken uns das einfach mal an in 3, 2, 1. Ab geht's! So, und da sind wir auch schon in der Lobby. Wir starten ein neues Spiel. Und bevor ich hier lange rumlabere, auf geht's, neues Spiel. Und im Hintergrund hört ihr meine Familie. Ist das nicht schön? Meine Tochter möchte auch YouTuber werden. Sie ist 5. Und ihr Lieblings-YouTuber ist Katze. Warum dauert das Laden so lange? Das nervt mich jetzt schon. Der Katze-Kinderkanal, der ist super. Ja, der ist tatsächlich klasse, ne? Also für... Aber es gibt noch einen anderen Kanal, den ich noch mehr feiere, und das ist Stomp Movies. Das bin ich. Oh, das bin ich. Die dreiste Eigenwerbung auf meinem Kanal. Ohne ja. Vorher zu fragen. Drecksack, ey. Ich liebe dich auch. Ja, ist bekannt. Wow. Psst. Es fängt an. So, ich spare mir mal, euch das vorzulesen. Ich glaube, ein bisschen deutschen Text lesen kriegt ihr auch hin. Juhu, Sklaven! Sklaven sind immer gut. Kai, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ungefähr die Ingame-Grafik, ne? Was findest du daran nicht schön? Kai ist halt genauso ein verwöhnter Pimmel wie du. Ach, am Arsch. Nur am Meckern und nur am Rummotzen. Überhaupt nicht. Ich finde das Spiel wunderschön. Ich weiß gar nicht, was der Problem ist. Ich finde es auch wunderschön. Ja. Ne? Aber sonst bist du immer derjenige, der über alles rumpimmelt. Immer. Instant. So, ne? Hier, das sieht... Ich weiß nicht, also ich finde das nur schön. Ich habe Zug bekommen, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Es zieht im Nacken. Das ist das Alter. Ja. Auch. Aber es war auch Zug. Jedes Mal, wenn Ragnar aufwacht, ist es wie eine Nahtoderfahrung. Ja. Und dieser Herzinfarkt, wenn er in den Spiegel guckt. Ja. Nee. Wisst ihr, wenn man morgens aufwacht und nichts tut einem weh, ist man dem Tode näher als dem Leben. So sieht's nämlich aus. Verstehe ich nicht. Nee, ist mir klar. Der jeden Morgen scheint tot. Rhetorik und so. Boah, ich muss mir jetzt echt noch einen Pimmel basteln, das ist ja scheiße. Yay, was? Was ist denn hier los? Ich hatte doch schon einen. Ja, Moment, das geht schnell. Das habe ich jetzt schon 5-mal gemacht, glaube ich, mittlerweile. So, Gesichtstattoo hatte ich das. Körpertattoo hatte ich das passende. Hauptfarbe, Orange. Nebenfarbe, weit. Da kommt irgendwer von hinten angeschissen. Glaube ich. Was hatte ich für ein Oberteil? Genau, so einen schönen Wifebeater. Super gut. Was passiert hier? Irgendwas passiert hinter mir. Niemand weiß, was passiert. Das ist der scheiß Hund. Der hat versucht, durch meinen Greenscreen durchzukommen. Was machst du denn hier? Hund, lass das! Hör auf damit! Was soll denn das? Hier bin ich. Hi. Was ist das für eine Nummer, ey? Ey, ich glaub's nicht. Also, hart verwirrt gerade. So, Haarfarbe, ich bin blond. Und Waffenskin habe ich nur einen. So, ich bin fertig. Hund, ey. Warte auf andere. Ja, ich mach ja schon. Entschuldigung, ich war hier interrupted. So, und du findest unverständlich, dass das hier viel Leistung frisst, ja? Ja. Geh aus dem Weg, du. Halt doch die Fresse. Siehst du, ich bin eh schneller. Nee, ich bin schneller. Erzähl doch mal ein bisschen was über das Spiel. Ja, ich möchte deine Zuschauer vielleicht wissen, was wir hier eigentlich gerade spielen. Ja, es ist ein schöner Twin-Stick-Shooter, auf den Michi und ich uns schon jetzt seit ein paar Monaten eigentlich gefreut haben. Ja, tatsächlich. Und ja, geht eigentlich nur darum, schnetzeln. Einfach gesagt. Ne, ihr habt ja gerade im Intro schon gesehen, ja, ein paar Pimmel sind auf irgendeinem Planeten. Wir machen jetzt Scheiße. Na, komm schon, geht doch.
Für die Überfahrt verkaufen die quasi ihre Seele. Sprich, müssen da erstmal das Ticket ablöhnen. Und ja, wir sind einer von den Idioten. Super gut. So, Kai klickt das einfach mal schnell durch. Super für ein Let's Play, Kai. Danke. Ich kann das Startpad selber nochmal anklicken. Ich fasse das zusammen. Ja, wir machen das einmal kurz. Was ist passiert? Eine durchgeknallte KI. BI nennen sie sie hier. Eine durchgeknallte dumme KI, das ist, glaube ich, wichtig. Hat hier so ein paar Probleme und dann sind hier Viecher. Und wir sollen die töten. Ich meine, ich glaube, von der Story muss man hier auch nicht viel erwarten. Jetzt mal ganz im Ernst. Habe ich eigentlich eine Knarre dabei? Ja, ist halt so ein Cyberpunk-Ding, ne? Genau, es ist eine schicke Cyberpunk-Welt. Wir haben jetzt alle schon mal eine Knarre, das ist schön. Was Michi und ich gestern schon mal ausprobiert haben, wir teilen uns den Loot. Also wenn es einer aufsammelt, kriegen es alle. Oh, das ist sehr fair. Das ist ganz angenehm tatsächlich. Und es gibt irgendwie... Ja. Und das Tutorial ist... Gibt's eigentlich Friendly Fire? Ich bezweifle es. Aber ich habe schon mal das Gefühl, die Gegner skalieren ein bisschen mit. Die Menge auf jeden Fall. Ja. Das Gute ist, was du auch erwähnen solltest, man hat unendlich Munition. Ja. Yes. Also müssen wir uns schon mal keine Sorgen drum machen. Und mit den ganzen Lasern war ich jetzt schon verwirrt, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ein bisschen. Genau, kleines Alleinstellungsmerkmal. Man kann nach oben zielen. Das hat Michi gestern sehr verwirrt. Ja. Der hat sich die ganze Zeit... Ich bin gestorben, weil ich niemanden getroffen habe. Ja, hat die ganze Zeit rechte Maustaste gedrückt. Und hat nicht getroffen. Ne, womit ja, man eine okay. Ebene höher zielen kann. Und hat natürlich nichts erwischt. Und... Rechte Maustaste, sagst Ragnar, ne? Ich habe dir ja voller Stolz erzählt, ich habe es endlich geschafft, mit Maus und Tastatur zu spielen, ne? Ja. Ich bin so stolz auf mich und ich spiele mal einen Twin-Stick-Shooter. Ja, weißt du, mit was ich diesen Twin-Stick-Shooter spiele? Mit Maus und Tastatur. Mit Maus und Tastatur. Ja, aber ein Twin-Stick-Shooter ist für mich halt ein Twin-Stick-Shooter. Ja, der Name sagt Controller. Würde tatsächlich auch Sinn machen. Ich glaube, es spielt sich sogar besser. Ja, definitiv. Aber ich, weiß nicht, mir ist noch Maus und Tastatur. Stirb! Bastard! Sterbi! Sterbi? Unbedingt. Mhm. Imperativ. Was haben wir denn hier Schöne? Oh, schon mal das erste neue Outfit. Ja, man kann ein paar neue Outfits und Rüstungen vor allem sammeln. Also es hat einen kleinen RPG-Anleihe. Aber ja, tatsächlich... Man kann auch Augmentationen und so kann man sich noch anbauen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Genau. Hat so ein bisschen was Deus Ex-mäßiges mit den Augmentationen. Ja, aber tatsächlich auch nicht so sehr. Ich glaube, das sind auch nur eine Handvoll. Aber die skalieren dann auch mit deinem, mit den Fähigkeiten mit, die man so erlernt. Nicht Fähigkeiten. Fähigkeiten ist das falsche Wort. Oh. Mit den Attributen, die man vergibt. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich mich schon lange drauf freue. Und ich freue mich darauf, dass ich es mit euch spielen zu dürfen. Oh, warte mal. Du hast ja hier, du hast ja Schaden genommen. Du hast gerade geblutet, als ich geschossen habe. Das war super. Zugang. Ja, passiert aber nichts. Ja. Naja, man kann sich halt so ein bisschen spezialisieren. Also mehr auf Fähigkeiten, mehr auf blanken Waffenschaden und sowas. Ne, es gibt auch nur eine Handvoll Waffen, die man verbessern kann irgendwie. Dafür braucht man dann so Upgrade-Kits, die wir später noch finden. Und allzu viel kann ich tatsächlich auch noch nicht sagen, weil ich gestern nur ein Stündchen mit Michi gespielt habe. Und ja. erstmal über seine Verwirrung hinweg helfen musste. Weil er die erste halbe Stunde gemault hat, dass er nichts trifft. Richtig. Hat sich die nächste halbe Stunde jetzt auch nicht unbedingt gebessert, aber... Das ist halt so mein Ding, das ist mein Naturell. Wenn ich mit dir zusammen bin, bin ich immer... Der so wenig Leben hat. Tja. Ich weiß nicht mal, wo mein Leben ist. So, hier, neue Knarre. Macht ihr mal. Ich mach das hier. So. Danke. Endlich eine Knarre, die sich lohnt. Und versuchen, was haben wir denn da? Health Pack, sehr schön. So, die erste neue Waffe haben wir denn schon mal im Sack. Boah, jetzt muss man wieder alles erstmal skippen. Das nervt mich auch ein bisschen. Vorarbeiterhelm, sehr schön. So, kurz Klamotten ausrüsten hier. Damit ballert sich das ja schon mal ganze Ecke geiler. Du brauchst die Klamotten nicht ausrüsten, die werden automatisch ausgerüstet. Ja, was mich gerade eigentlich nervt, ist diese Tutorial-Scheiße. Kann man das ausstellen? Ja, die kannst du ausstellen in den Einstellungen.
Das finde ich auch gut, man kann die Roboter alle zerballern. Was ein bisschen komisch ist, es gibt keine Polizei. Wir kommen nachher noch in so einen Stadtbezirk, kannst alle Leute umnieten. Passiert nichts. Gar nichts. Sei Dank. Ja, ich habe leider immer noch keine neue Waffe. Was ist hier los? Doch, hast du. Doch, dreh mal. Ach nee, Mausrad hast du ja nicht. Keine Ahnung, wie du Waffe hast. Ah, alles klar, ja, nee, alles klar. Nee, weil bei mir im Inventar stand hinter der Waffe gerade ein Schloss. Okay. Dass es halt noch gesperrt ist. Let's kill! Ja. So ist es gleich viel geiler. Ich muss definitiv nachladen, Skill, ey. Gott, man ist viel zu lange hier. Yeah! Aufs Maul. Sterbi! So, gibt's hier noch was zu holen? Nö. Na denn, weiter geht's. So, Kain, jetzt erzähl doch mal, warum du das nicht so schön findest. Mhm. Das sieht doch echt cool aus. Also von ja! Jetzt schon Stufenaufstieg? Das ging ja schnell. Soll mir recht sein. Aber klar, wenn mehr Viecher kommen, steigst du schneller auf, ne? Yes. Macht ja nur Sinn. Ja, ich hätte gedacht, die EP-Rate wird ein bisschen angepasst. Ja. Du sollst ja was davon haben, dass du hier Koop spielst. Ich freue mich schon auf die erste Fähigkeit, die ist nämlich echt imbar am Anfang. Knollst so. Man knollst so ziemlich jeden Gegner. Ohne große Umwege um. Ratz. Also als ich hier alleine durch bin, war das definitiv schwerer. Ja. Genau das hast du gestern auch gesagt. Ja, jetzt mit drei Leuten wird nicht besser, ne? So, haben wir jetzt hier diesen komischen KI-Kern schon irgendwas gemacht? Ja. Haben die Terminals schon gereicht? Yep. Nur noch zwei Stück. Dann ist El Brazzo ja schon zufrieden, das ist ja herrlich. Jo. So, moin El Brazzo. Wie Schnittstellen-Terminal. Na denn. Er ist auch blöder Penner, weißt du? Jetzt haut er ab. Anstatt uns zu helfen. Verpisst er sich hier lieber. Blödes Sackgesicht, ey. Na denn. Ist schon ein großer Kern, ne? Ja. Ich meine, man muss ja. Also, ich finde das echt so cool mit dem Lichtspiel und sowas auch. Ich würde es tatsächlich gerne mal mit Raytracing sehen. Kai hat ja jetzt einen neuen PC. Spielst du mit Raytracing gerade? Nope. Nope. Weil du keinen Bock hast oder. Weil es die Karte nicht hergibt? Kein Bock. Kein Bock? Ja, irgendwie will die Software gerade nicht so, wie ich will. Ach so. Ja. Nee, lass uns nicht durch. Ja, woanders lang. Ja, wenn nicht lang. Ey, du bist. Ja, ihr könnt euch auch diesen Missionsweg anzeigen lassen. Also, ne? Ja, das ist auf der Tastatur tatsächlich so weit weg. Eher unschön. Das O ist echt kacke weg. Ja, ich weiß auch nicht, wie die auf den Trichter gekommen sind. Ne, man spielt mit WASD und muss auf O, um sich den Missionspfad anzeigen zu lassen. Das sieht dann so aus. Oh, wieder hier ist noch eine Kiste. Ja, Loot. Auf Loot habe ich Bock. Loot für die Welt. Loot geht immer. Ja, nur Michi, der läuft woanders lang. Was war's? Oh, Komponente ist geil. Oh, wir sind gerade synchron gesprungen, Kai. Wunderschön. Yes. Brauchen wir ein besseres Eis. Genau, man hat auch so ein Hacktool. Ich glaube, das brauchen wir wirklich nur für Türen und besondere Wege und sowas. Zum Hacken und sowas, ja. Brauchst du das? Ne, also. Ich glaube, so groß ist die Rolle dann doch nicht. Und jetzt gibt's Granaten. Achtung. Na, kann ich noch nicht. Genau, die muss man durch Schaden austeilen erstmal aufladen. Ich habe sie bisher kaum genutzt, also ich fand die jetzt auch nicht so geil. Oh. Oder war das jetzt schon der Handschuh? Ne, war noch nicht der Handschuh. Klock. Ist hier nicht gerade einer abgehauen? Ja. Zwei Roboter. War nichts Rotes mehr auf dem Radar. Ja. Das Radar kann eine Menge sein. Alter, wer schießt denn hier immer auf die Tonnen, wenn ich daneben stehe? Das war ich gerade und du bist da hingelaufen, nachdem ich draufgeschossen hab. Ja. Schön Opferblaming. Weißt du? Du hast das falsch gemacht. Ja, klar. Muss ja einen Blöden geben, ne? Muss ja einen Blöden geben. Ja, im Zweifel. Alter, mit du.
mit drei von den Waffen ist es auch echt übel, wenn man in die gleiche Richtung ballert. Ist einfach nur so ein Kugelhagel. Yes. Ja, ein cooler Kugelhagel. Ja. Yeah. Schon wieder Synchronsprung. Multiple Failure Reports. Also die Sprachausgabe von dem Spiel ist, also generell die Soundausgabe ist ein bisschen seltsam. Ich habe das gestern gestartet, das war so laut, ich habe Michi nicht verstanden im Discord. Ich musste auch auf 20% runtergehen, ja, damit ich euch überhaupt verstehen kann. Ja. Da renne ich nicht mal rückwärts, weißt du? Wenn ich von vorne... Nee, von denen kommen ja auch welche. Ja, aber wenn du mit zwei Leuten nach vorne ballerst, da kommt auch nichts mehr durch. Nope. Das wäre ultra assi, wenn wir Friendly Fire hätten, Alter. Ein bisschen. So, einmal Komponenten. Gut. Das ist doch schon mal schön. So, war hier irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Guck doch nach. Ah, doch. Hier cool. Könnte... Ah, ne, hier waren wir schon mal. Ja, das ist der Eingang quasi. Ja. So, und ich glaube, jetzt steht hier schon... War hier noch was drin? Ja, hier, ja. Hier kommen wir nicht durch. Du kannst doch die Schränke noch aufmachen, ne, in diesem komischen Kabuffs da. Echt, da sind Schränke drin? Da sind noch Credits drin. Ja, da sind Schränke drin, die man finden kann. Die Handvoll Pinunsen. Mitnehmen, haben, besser als brauchen. Hast ja recht, hast ja recht. Ach komm, die Lichteffekte sind geil. Ist der Shit. Ja. Ist der Shit. Ich finde das so schön. Ich kann mich den ganzen Tag drüber freuen. Ja. Ohne Mist. Jetzt schon mal einer aufgeräumt. Healthpacks. Ach ja. Hier hatte ich mich noch gewohnt. Oh, so viele Healthpacks. Was könnte hier wohl kommen? Ja, dann weißt du doch, was dann wohl passiert. Ja. Oder wenn man in anderen Spielen sehr viel Munition auf einmal findet. Ja. Yeah. Was könnte denn das sein jetzt? Mal sehen, wie schnell der fällt. Da bin ich auch sehr gespannt. Gucken, ob sein Leben auch mit skaliert ist. Ja, unwesentlich. Auf jeden Fall kann man ihn zu dritt wesentlich angenehmer angreifen. Einer kann auf ihn draufhämmern und einer kümmert sich um die Flitzpiepen. Und einer guckt, was passt. Papa Feral ist auch gut. Rums macht's. So. Jo, das war eine schnelle Nummer. Ah, ein paar Pimmelköpfe kommen noch. Ist doch schön. Die Knarre ist auch geil, ey. Vielleicht bekommt er was Cooleres. Muss einfach. Ja, ich weiß nicht, in solchen Spielen ist MP halt, weißt du. Also, egal wo du hinschießt, triffst du eh irgendwas. Hydraulic Slam. Ah, endlich ist er da. Der ist geil. Der fetzt für den Mann. Achso, der ist hier so schon drin. Ja. So, jetzt. Welcher Taste? Kriegst du den? Q. Standardmäßig. Rums. Der knallt halt ordentlich rein. Ja. Alter. Ja, ja. Ich glaube, wenn du den richtig geil skillst, hilft dir die auch im Endgame ganz gut. Das, da kannst du dir echt Spaß mit haben. Ja. Ja, gibt wohl auch noch so Beschwörungssachen und sowas. Wie, bist du verreckt? Tatsächlich. Ja. Kam gerade vier Stück. Warte, wer hilft mir? Ich komm nicht hin. Bin ich mir noch nicht sicher. So, Revive. Hast du davon, dass du immer so schnell bist? So, ich laufe gegen Dinger dagegen. So. Wo kommt er denn hergekrochen? Hä? Ist der unsichtbar? Warum hat der so viel HP? Und warum ist er unsichtbar? Das Elfenvogel. Ja, Level Up. Auch gut. Da sind mehrere davon. Echt? Na, wenigstens haben sie die Levelanzeige über den Kopf. Ja, ein paar Bugs noch. Also ja, ich hatte mir die, den GameStar-Test hatte ich mir angeguckt. Und es war wohl in deren Testversion noch viel schlimmer. Also zumindest von allem, was man so liest. Warum lasst ihr mich hier eigentlich alleine? Wieso? Was? Ich habe hier unten getötet.
Boah! Slam! Bums. Oh, ich auch. Scheiße. Meine Fresse. Was denn da jetzt gerade passiert? Neben dir ist gerade ein Dings hochgegangen. Achso. Ich bin gerade. Das hat mich aber auch erwischt. Ich bin das erste Mal in diesem Spiel überhaupt gestorben. Ja, hier liegt. Naja, lag. Lag Hölf. Oh. Sorry. Nimmt halt der mit Dreiviertel. Ja, ich hab's ja drauf. Ja, sagte er kurz nachdem er gestorben ist. Kleinigkeiten. Alles Kleinigkeiten. Deine Arroganz kotzt mich so an. Ey. Tut sie gar nicht. Du liebst mich. Erzähl mir doch kein Scheiß. Ja, aber du kotzt mich an. Es kotzt mich an, dass ich dich liebe. Ja. Ich hasse unsere Freundschaft. Ich hasse dich zu lieben. So war das doch, oder? Ich hasse unsere Freundschaft. Ach komm. So, wollen wir jetzt mal ins Menü und unsere Fähigkeiten ausrüsten und so? Das ist eine gute Idee. Das können wir machen, bevor wir da hochgehen. Zack, habt ihr das auch gleich mal gesehen. Ich habe, übrigens, ich habe immer gute Ideen. 6 Skillpoints, das ist doch ordentlich. So, primär will ich jetzt aber eigentlich lieber den haben. Kann ich aber nicht, weil ich nur 2 Waffen habe. Das ist ganz schön scheiße. So, Panzerung. Habe ich da schon mehr? Ne, nur die 3. Augmentation habe ich auch nur die 2. Und wo war denn hier... Moment. Nachladen wäre nicht verkehrt. Fertigkeiten, da. Genau, nachladen werde ich auch erstmal. Wo ist ein Nachladen? Waffenhandling. Waffenhandling, das genau. Das dritte von oben. Was da? Das kriegt auch gleich 2 Skillpoints. Mhm, bei mir auch. Betäuben finde ich auch scheiße. Das finde ich. Mir kriegt alles erstmal ein bisschen Skillpoints. Ja, ich weiß. Crit auf jeden Fall. Taktisches Gespür, ich weiß nicht. Ich spiele so wenig mit Granaten. Irgendwie auch kackegal. Ja, so. Geht gleich schneller nach. Sehr schön. So, gucken wir da mal. Oh ja, das ist schon ein bedeutender Boost. Dann wollen wir mal hoch. Ab in die Variants. Der Teil ist jetzt auch echt schick. Also in vielen Teilaspekten macht das Spiel optisch mehr richtig als Cyberpunk, finde ich tatsächlich. Cyberpunk ein Spiel, was mich tatsächlich nie interessiert hat. Ach doch, es ist ganz... Offensichtlich aus gutem Grund. Aber, ach nee, das erzähle ich dir nicht privat. Es hat seinen Spaß gemacht. Metro Exodus. Ja, Metro ist natürlich auch der Shit. Das habe ich jetzt für die PS4. Okay. Aber ich finde das Setting so viel dreckiger und schmutziger. Es ist einfach, weiß nicht, so ist für mich Cyberpunk. Das ist Cyberpunk, genau. Ja. So stell ich mir Cyberpunk vor. Ja. So hab ich damals in Deus Ex zum Beispiel kennengelernt. Genau, alles ein bisschen rotziger. Naja, in Deus Ex kennengelernt, also Deus Ex 1 war jetzt nicht irgendwie, also war halt Rotztext. Also ich fand's damals einfach dreckig. Fand's gut. Ich hab's geliebt. Deus Ex 1, Spitzenspiel, ich liebe das, also ohne Frage. Auf jeden. Aber zu sagen, so in der Optik habe ich Cyberpunk kennengelernt. Ja, in der Optik natürlich nicht. Ja, Deus Ex ist von, weiß ich, 2002 oder so? Ach, nicht mal. Ich glaube, es ist noch älter, oder? Der erste Teil. Ja, beim ersten Mal bin ich hier tatsächlich noch alles abgeklappert, aber irgendwie ist hier nicht so viel zu finden in der Stadt. Also nachher ein paar Nebenquests, die man aber noch nicht machen kann, weil die alle 10 Level über einem sind. Und man schlicht und ergreifend keine Chance hat. Aber hier, das meinte ich. Moment. Ach nee, hier habe ich keine Waffe. Schade. Wir kommen nachher noch in belebte Bereiche, wo wir Waffen haben. Man kann die einfach alle... Ist schon belebt genug? Ja, hast aber gerade keine Waffe. Kannst gerade nicht schießen. Und man kann einfach die halbe Stadt über einen Haufen rotzen. Und es ist allen kackegal. So. Es ist, also nicht so wie in Skyrim, wenn du zufällig einen Huhn trittst, dass du dann gleich 500 Gold Kopfgeld hast oder so. Nee. Okay. Ja, wir sind auch die 3 lustigen Zweine. Immer. Ne, so optisch nehmen wir uns nicht viel. Aber wir müssten doch hier irgendwo jetzt gleich die Waffenheinis finden. Dann können wir die Waffen schon upgraden. Wupp, wupp. Beim letzten Mal habe ich mir das gespart, weil ich mir dachte, vielleicht findest du noch was Geileres.
Dann habe ich festgestellt. Einen riesen Grafikbug gehabt, ey. Das hätte ich mal sehen müssen. Ja. Ich hatte gerade keine Gebäudetexturen in der Zwischensequenz. Hattest du grau, ja? Jetzt sind die ganzen Leute einfach nur durch die Gegend geflattert. Wo müssen wir denn hin? Da hinten müssen wir hin. Ja, ich würde gerne sagen können, ist Early Access, aber ist es glaube ich gar nicht, ne? Ist glaube ich full released. Oh, ich glaube jetzt ist gleich bei mir vorbei hier. Irgendwie fallen die ganzen Leute gerade durch den Bildschirm und ich glaube ich bin auch weggegangen. Okay. Bei mir ist gerade Terror. Ja, hier, der Laden ist platte gegangen. Und alle machen sich Sorgen, dass sie ihren Job verlieren. Das ist natürlich doof. So, wir können Waffen upgraden. Ja, ich glaube da hinten bei dem Hammer. Nicht beim Waffensymbol. Okay, gehen wir zum Hammer. Erstmal liegt hier Hammer. Was. Ein Shirtskin, das ist ja schön. Scheiße, falsche Etage. Kacke. Was ne Scheiße, Junge. Aber wo zur Hölle seid ihr? Ich bin jetzt gerade hier beim Waffensymbol, aber... Ne, wir gehen gerade zum Hammer-Symbol. Hoffentlich war es auch richtig, was ich hier sage. So, ich glaube, er war das hier. Ja, ganz mehr. Laden. Was ist das denn für ein Scheiß? Wenn du das anklickst, klickt er das bei mir auch an. So, jetzt kann ich hier die Skins ändern. Ist alles noch Standard. Warum habe ich denn die Bitsplit? Hä? Ich kann die auch upgraden. Das war die Shotgun, die ne? Kann ja, ich die benutzen, ja. Ja, die war kacke. Die mochte ich eh nicht. So, zu Mark 2 verbessern. Ja, also in einem Twin-Stick-Shooter sind Shotguns eher semi-optimal. Ja. So, ich könnte jetzt noch mehr, aber will ich tatsächlich gar nicht. Nur die, also bei mir, ich nehme nur die MP. Ja. Ne, ich hätte gerne nachher noch eine Assault Rifle. Fände ich, glaube ich, ganz gut. Oh. Was denn nun? Ach, irgendwer hat irgendwen angesprochen. Das finde ich ja auch ganz interessant. Ja. Dass es denn gleich für alle kommt. Das ist zumindest bei den Zwischensequenzen so ganz cool. So, Chromjucken, Datenbrand, neurale Nesselsucht, allgemeine Ängste, Impotenz, manchmal. Mein Charakter ist weg. Dein Charakter ist weg? Ich glaube, das liegt daran, dass ich bin unsichtbar. Okay, er will uns irgendeine seltsame Paste sammeln lassen. Schwer zu beschaffen. Hoden sammeln. Ja, nimm einfach mit. Los, wir sammeln Hoden. So, Michi, bist du wieder da? Ich bin unsichtbar. Ich kann nichts sehen. Ja, warte, dann gehen wir einmal zu dem... Ich geh mal erstmal zum Gunsmith einmal. Zum Waffenhändler. Maschinengewehre. Ja, nichts Vernünftiges. Ja, doch, 15.000 für ein Sturmgewehr, ne? Aber ich habe keine 15.000. So, Michi, wir gehen einmal zum Dings hier. Zum Questpoint und dann entweder funzt es dann wieder. Und wir können weiterspielen oder wir starten dann einmal das Spiel neu. Daran soll es ja nicht haben. Wie gesagt, ich sehe meinen Punkt auf der Karte, auf dem Radar, aber ich selber bin unsichtbar. Okay. Das ist nicht. Ne, gucken wir mal, ist ja jetzt hier ein neuer Bereich. Ich sehe dich auch nicht. Davon mal ab. Nee, ich bin. Ja. Bist du gerade hier bei uns? Ja, ich sehe auch jetzt gerade die Zwischensequenz. Okay. Okay. Und ich bin in der Zwischensequenz, da bin ich zu sehen. Das ist schon mal gut. Na, vielleicht tauchst du ja wieder auf magische Art und Weise. Das wäre schön. Ja, tatsächlich. Yeah. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Mr. Poon. Mr. Poon. Pooh Bear, Winnie the Pooh Bear. Maybe you people should start looking to what's next. The Ascent Group is not just a board, Poon. It's us. All of us. United around an idea. The corporation can only collapse if we allow it. Wir alle sind the Ascent. Wir sind der Konzern, Junge.
Now you'll have to excuse me. My next meeting just arrived. Fine. Hat auch so ein bisschen was Blade Runner-mäßiges, oder? Ja, Logo, Cyberpunk halt. In Cyberpunk geht's ja eigentlich immer. Ich kann mich sehen! Och Gottchen. Ah, sieh einer an, du strotzt für Ehrgeiz und Freude. Freude, genau. Freude an sinnloser Gewalt. Unsere Stärke. Okay. Das ist schlecht. Ah, es gibt ein paar Soundprobleme noch. Ja, ja, tatsächlich. Irgendwie unschön. No one is getting paid, ich kenne das irgendwie. Du wirst bezahlt, nur schlecht. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Was ist denn AKI? Abgezischt. Ja, AKI steht zwischen für abgezischt. Zisch mal erstmal einen Kaffee. Zisch mal einen Kaffee. Oh, koffeinfrei natürlich. Ah, diese komische KI ist wegen den Kollaps in die Brüche gegangen. Ich nicht. Ich knall sie ab und esse sie. Was denn? Das sind ein Haufen Aliens. Was juckt mich das denn? Machst du das schon? Ne? Wenn ich Pferde und Hasen essen kann, dann kann ich auch ein Alien essen, oder was? Klar, arbeiten wir zusammen. Also wir drei und dann gucken wir, was der Rest so macht. Na klar, das können wir richtig gut. Turbo wie Ben. Yeah. So stupid. So, ja, fertig. Knochenmüde, ja, guter Ort. Mhm. Boah, das erinnert mich so an die alten Oddworld-Teile. Da gibt's auch so Knochenmüde. Ja, generell, die Ortschaften sind ganz cool. Die Tiefmief-Bestien in den Tiefmief-Straßen sind auch geil. Sich gestern auch so lang. Tiefmief-Bestien. Ja. Ich mache auch, wenn die mich nicht blöd anguckt. Nee, er ist motiviert, er ist voll dabei, bin ich mir ganz sicher. Aber, ihr Lieben, halbes Stündchen ist rum. Unsere Standardlänge für Nicht-Satisfactory-Folgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Moment, ich muss jetzt wieder einmal per Hand umschalten, denn dieses Spiel nimmt keine Klick. Keine Tastenkürzel an vom OBS. Warum auch immer. Wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht bis hierhin. Und jetzt kommt auch Scheiße, den ich noch nicht schon mal gemacht habe. Und wird es hoffentlich besser. Kai nickt vor sich rum. Ich bedanke mich hier an die beiden Napsülzen links und rechts. Ne? Das ist scheiße. Ne? Ich dachte, er ist besoffen. Ne? Jetzt hat er wieder angefangen, sein zu saufen. Jetzt dreht er hier am Rad. Ne? Ich verabschiede mich von euch beiden. Ne, keine Werbung für Alkohol machen. Jetzt hat er wieder sein bierähnliches Getränk getrunken. Ne? Bin ich schlau. Ich piep das nachher raus. Das wird super. Ne? Und ihr könnt euch übrigens wieder nach links und rechts gegenseitig angucken und vollpöbeln, wenn ihr wollt. Ich hab keine Ahnung, wo Michi mittlerweile sitzt. Hi, es war mir ein Vergnügen. Michi, du hast mir öfters mal nicht den Arsch gerettet, aber es war trotzdem spaßig mit dir. Ich danke dir. Wohin muss ich gucken? Nach rechts. Wenn deine Kamera. Ja, wenn deine Kamera richtig. Da? Ja, genau. Ah, da ist Michi. Ja, das ist neu. Ne? Ich wohne jetzt woanders. Ich muss halt gucken. Also. Schön, dass ihr reingeguckt habt. Lass dem alten Mann da mal ein Like da, der braucht es. Oh. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Und Stomp-Movies nicht vergessen zu abonnieren, der hat nur 5000 Abonnenten. Ja, weißt du, das ist immer geiler, wenn ein anderer für die Werbung macht. Wollte ich gerade machen, willst du nicht, dann halt nicht. Ne, ansonsten hier Schabernack findet ihr auch bei Twitch. Gerne mal suchen. A durch 4 ersetzen und dann findet ihr ihn auch. Und jo, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.